Mein Name ist Josef Steffner. Wir betreiben seit 12 Jahren das Mesenhaus in Marterndorf, sind ausgezeichnet mit 3 Hauben und nicht nur, weil es jetzt ein Trend ist, regional zu kochen. Du hast natürlich dann als Gastronom, wenn du das alleine finanzierst, alleine machst, auch die Herausforderung, natürlich wirtschaftlich zu überleben. Man darf Steuern zahlen in Österreich, man hat Mitarbeiter und so weiter. Und da macht man sich ja schon Gedanken, was kaufe ich? Wie viel kostet das? Was mache ich daraus? Kann man jetzt aus dem noch was machen? Und im Endeffekt ist es für einen Koch eine große Herausforderung, aus natürlich guten Produkten tolle Dinge zu kreieren. Und umso spannender ist es, wenn man nicht eben das Produkt, das eh schon jeder kennt, verwendet, sondern ausgefallene Produkte. Aber wir haben heute eigentlich die Wange von einem Ochsen, also Ochsenbackerl, geschmort, dann den Ochsenschwanz, ein sehr knochige Angelegenheit, wo man natürlich dann sehr viel Arbeit hat. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum die Leute das quasi nicht mehr verarbeiten, aber es schmeckt ganz toll und wie gesagt, wenn man eben einen Ochsenschwanz-Ragout macht, dann auch eine tolle Soße daraus zieht quasi und eventuell auch noch eine Ochsenschwanz-Konsomme daraus macht, dann hat man wirklich äußerst so ein Produkt rausgeholt und man hat ein super Geschmackserlebnis. Heute ein Flanksteak gebraten, das haben wir gegrillt. Dann haben wir das auch noch in einer sauren Marinade eingelegt, das wir dann auch roh gegessen haben. Wir haben ein Bries gehabt, das natürlich nicht jedermanns Sache ist, wenn man nicht gerne Innereien hat, aber gut zubereitet schmeckt es, glaube ich, an jeden. Ja, wir haben in Eis eingebaut, ein Liebstöckeleis, das wir natürlich auch im Sommer sammeln. Da haben wir zum Schluss etwas mit Flechte gemacht. Wir haben Flechte im Wald gesammelt und dann in Milch ausgekocht und dort aus eine Creme gemacht für einen Macaron zum Abschluss. Und das macht es zur Herausforderung und beziehungsweise für uns auch wirtschaftlich notwendig, dass wir in so einem Standort quasi überleben können, wo man mit viel Handarbeit, viel Arbeit Dinge macht, die sonst eigentlich fast unmachbar sind oder nicht mehr gemacht werden. Und darum machen wir das eigentlich.